58 Milliarden Euro gibt die EU heuer für die Landwirtschaft aus. Gut zwei Drittel davon sind sogenannte Direktzahlungen. Das heißt, jeder Landwirt in Deutschland bekommt für jeden Hektar, den er bewirtschaftet, 176 Euro. Dazu kommt noch eine sogenannte Greening-Prämie von 85 Euro pro Hektar. Die gibt es allerdings nur, wenn der Bauer auf 5% seiner Flächen besondere ökologische Maßnahmen ergreift. Nach Deutschland fließen jährlich etwa 5 Milliarden Euro aus dieser sogenannten ersten Säule. Daneben gibt es noch eine zweite Säule. Geld für konkrete Leistungen wie Umwelt- und Klimaschutz oder Tierwohlmaßnahmen. Für diese zweite Säule kommen 1,3 Milliarden Euro aus Brüssel. Die gleiche Summe legen der Bund und die Länder noch mal drauf. Nächstes Jahr werden 6% aus der ersten Säule in die zweite umgeschichtet. Also weniger Flächenprämien, dafür mehr Geld für Umweltprogramme und Infrastrukturmaßnahmen. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.